Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Und zwar sind wir jetzt bei der Tanke. Mein Mann holt uns Kaffee. Und im Anschluss werden wir schauen, wohin wir gehen. Wir sind nämlich spontan raus. Heute ist Feiertag. Und also ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir vielleicht irgendwo auf eine Aufsichtsplatte gehen. Aber keine Ahnung, es ist schon ziemlich kalt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach nachher weiterhin und gucken dann mal, was wir machen. Bis später. Ciao. Leute, übrigens hoffen wir, dass euch unsere Videos gefallen. Und da kommt ja schon. Und genau, vergesst nicht, ein Like dazulassen. Schöne Kommentare und natürlich ein Abo. Baby? Ja? Hast du uns gebracht? Danke, Schatz. So, jetzt genießen wir unseren Kaffee. Mitgepackt. Ui. Und gehen in der Runde spazieren. Ja, Schatz, auch. Schatz, wollen wir gleich rüber? Ja. Irgendwie zieht mich hier gar nichts an, weißt du das? Das sieht alles so einfach aus. Ja, hier auch. Ja, das sieht schön aus. Die Kette sieht schön aus. Welche Kette? Die. Nicht Uhren so meins. Auch nicht schlecht. Die das, Uhren? Ja. Das ich finde, die sind zu cover. Nein, das ist okay. Keine Ahnung, Schatz. Also, wir sind jetzt doch nicht auf die Aussichtsplatte gegangen. Wir sind jetzt in der Stadt. Genau, wir sind jetzt in der Stadt. Wir haben gedacht, wir laufen eine Runde. Es ist echt richtig kalt. Ich glaube, auf der Aussichtsplatte wäre es viel kälter, Schatz. Schatz, wir haben 0 Grad oder minus 1 Grad. Schon echt mal. Jetzt? Ja. Okay, krass. Wusste ich jetzt nicht. Ja. Wir haben uns jetzt doch entschieden, wieder zurückzulaufen zum Auto, weil es wirklich ziemlich kalt ist. Extrem kalt. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause und wir essen dann ein bisschen was. Und dann kommt wahrscheinlich Besuch. Und im Anschluss haben wir uns dann verabredet, ein bisschen nochmal rauszugehen, oder? Ja. Genau, dann sehen wir uns später. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Mein Mann spielt PlayStation und ich mache jetzt das Essen warm und nehme euch mit. Wir haben auch unseren Keller ausgemistet. Genau, das werde ich euch auch einblenden. Es war echt viel Arbeit. Also wir haben locker 3,5 Stunden gebraucht. Aber das musste auch sein. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied erkennen könnt. Weil es einfach, also die Fläche ist einfach ziemlich eng. Und ihr wisst auch sicherlich, irgendwie, anfangs, wo wir hier eingezogen sind, hatten wir echt kaum was für den Keller. Unser Keller war wirklich voll schön leer, kann ich sagen.
Aber umso mehr, also umso länger man, umso länger die Zeit vergeht, umso mehr stellt man dann irgendwie einen Keller ab. Und aus dem Grund hat sich das bei uns dann angehäuft. Alles, was wir hatten und was wir dann doch nicht gebraucht haben, haben wir runter in den Keller gebracht. Und irgendwann häuft sich das halt und das macht halt Unordnung, ne? Genau, jetzt haben wir das alles erledigt, Gott sei Dank. Und ja. Übrigens habe ich gestern Joghurt gemacht. Schatz, wie nennt man das? Joghurt Meierladuk. Ich zeige es euch mal kurz. Es ist so gut geworden, Leute. Ich bin richtig stolz auf mich. So, hier. Richtig lecker. Ich probiere es dann auch jetzt gleich. Ich habe es heute Nacht in den Kühlschrank gestellt. Und genau, hoffentlich schmeckt's. So, dann lasse ich es mir schmecken. Mein Mann hat keinen Hunger. Ich esse jetzt alleine und er zockt. Ach übrigens, die Liege und die Ringleuchte muss noch weggebracht werden. So, wir sind jetzt auf der Aussichtsplatte. Sehr schön hier, wirklich. Sehr, sehr schön. Traumhaft! Also ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Ich muss ziemlich weit vorlaufen. Aber die Sicht live ist wirklich sehr schön. Schatz, ja? Wie ist es? Schön, gell? Schön ist es hier. Richtig schön. Kalt, aber richtig schön. Ja, Leute. Hallo. So. Hi, Leute. Wir sind heute zu unserer Tante gekommen, beziehungsweise zu meiner Tante. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute hier mal zusammen Porridge, weil mein Mann sich das gewünscht hat. Hier, Hefe. Teig. Teig. Schatz, und wie läuft's? Gut. Gut. Wei, 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 wei. Zeig mal deine Künste, komm. Zeig's mir. Also wir machen das jetzt so rund, beziehungsweise wir versuchen's. Und daraus werden dann so kleine Hörnchen, ne Schatz? Mhm. Hier ist noch der ganze Rest. Der was noch gemacht werden muss und... Ja, mal schauen, wie viel daraus jetzt kommt. Also, wie viele Hörnchen da draus werden. So Leute, wir haben das jetzt, so wie ihr seht, in kleine Dreieckförmchen geschnitten. Und jetzt machen wir ein wenig Schafskäse. Also wirklich nicht viel, ein bisschen. Mit Petersilie-Mischung. Und dann klappen wir das einfach so. Und rollen das nach vorne zu und dann so eine kleine Form, dann ergibt, wie ihr seht, dann ergibt es so kleine Hörnchen. Ja, da ist dann jetzt fertig. So Leute, wir sind jetzt im Keller mit meinem Mann. Wir hatten ja euch erzählt gehabt, dass wir unseren Keller ein bisschen organisieren müssen, weil es einfach wirklich ziemlich, ziemlich voll ist. Und ich zeige euch jetzt kurz mal Legeböden von Obi, die wir geholt hatten. Sind aber leider erst mal dazu gekommen, die jetzt dran zu machen, beziehungsweise mein Mann. Und
Jetzt baut er. Wie heißt dieses Regal, Schatz? Oh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich zeig's mal kurz so. Er ist gerade am Bauen und hier ist wirklich sehr, sehr durcheinander. Ich habe hier jetzt auch ganz viel Deko-Sachen, die ich immer wieder mal so wechsle. Aber die sind jetzt auch wirklich überall verteilt. Dieses Pampasgras zum Beispiel in der langen Vase. Aber ich habe auch oben gar keinen Platz mehr. Dann gehe ich mal in den Wäscheraum. Solange mein Mann das jetzt aufbaut, braucht er mich ja nicht. Und mache hier mal meine Wäsche. Wir haben jetzt ziemlich viel geschafft. Also sieht wirklich schon viel, viel besser aus. Genau. Aufgeräumter. Zertifikate, meine Wimpernlifting-Sachen, meine Schulungsmappe. Und dann habe ich hier, das war ja der neue Regal, den wir jetzt gekauft hatten. Da haben wir Geschenkpapier, da sind Hausschuhe ganz neue. Vakuumbeutel, das ist von meinem Henna Night noch das Teil. Das sind alles dann so Deko-Sachen und Desinfektionsmittel, Nähsachen und hier noch so ganz neue Sachen, so was ich jetzt noch nicht nutze. Gläser und so. Genau. Unten sind dann auch so verpackte Geräte. Sachen, genau, so Geräte, Dyson, Induktionskochplatte, dann von meinem Mann Kärcher. Dann haben wir hier Karaoke, unsere Koffer und wir haben jetzt schon lang gebraucht, gell? Natürlich haben wir lang gebraucht. Krass. Wir haben 3 Stunden gebraucht. Ja. Und ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust. Ich will nur noch hoch duschen, Fernseher schauen. Ja, ich auch. Diese Spiegel, die hatten wir von Manmobilia vor circa ein Jahr gekauft, ne? Mhm. Also als wir dann neu frisch eingezogen sind. Ich wollte das an die Nachtkommoden links und rechts machen. Es ging aber nicht, weil die Wand, was war das schon? Gipsplatte ist. Es war eine Gipsplatte und das ist mega schwer. Und also ja. 40 Kilo, 35, 40 Kilo wiegt ein Spiegel. Ja. Und das war es dann von unserem Keller, ne? Wir sind jetzt hochgekommen. Wir sind beide einfach wirklich am Ende. Wir waren jetzt locker, wie viele Stunden, Schatz? 3 Stunden? Circa 3 Stunden unten im Keller. Gleichzeitig war ich auch immer wieder im Wäscheraum, habe dann die Wäsche in Trockner und dann nochmal eine Ladung Wäsche. Und wir sind wirklich richtig kaputt. Und ihr habt jetzt auch schon vorher nachher gesehen. Also ich denke schon, dass sich da was sehen lässt. Anordnung und wir sind auf jeden Fall zufrieden, Schatz, gell? Mhm. Mit der Leistung, die wir gebracht haben und also nie wieder so ein Durcheinander ohne Scheiß, wirklich. Aber das Ding ist, unser Keller ist wirklich so klein. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Kamera wirkt. Ich glaube auch, man merkt schon, dass es klein ist. Wir haben jetzt überall diese Regale drin, aber irgendwie reicht uns der Platz trotzdem. Ich weiß nicht, haben wir jetzt zu viel oder keine Ahnung, echt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall das meiste schon mal geschafft. Ist auch ziemlich viel Müll rausgekommen dabei. Die beseitigt mein Mann morgen. Die hat er jetzt einfach in den Raum mittig hingestellt, weil er konnte auch nicht mehr. Was ich auch total verstehen kann. Und genau, es war jetzt echt anstrengend für uns. Jetzt chillen wir einfach. Und legen uns, glaube ich, jetzt auch demnächst ins Bett. Und genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.